Das Pokémon TCG bekommt Konkurrenz. Ravensburger hatte mich Mitte Juli zu einem besonderen Event in Berlin eingeladen und das neue Kartenspiel von Disney namens Lorcana vorgestellt. Ich durfte die ersten Produkte sehen und das Spiel mit vielen anderen Content-Creatern, TCG-Fans, Journalisten und Unternehmern testen. Mir hat sich dabei natürlich die Frage gestellt, ist Lorcana denn jetzt besser als Pokémon? Beziehungsweise kann es überhaupt mithalten? Die Antwort kann ich natürlich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, aber ich erkläre mal kurz, wie Lorcana überhaupt so grob funktioniert. Jeder Spieler beginnt mit einer Starthand und kann pro Zug eine Karte mit einem bestimmten Symbol oben links ablegen, um sie als Energiepool zu nutzen. Bei Lorcana spricht man dabei vom Tintenbeutel. Sowas ähnliches gibt es auch bei anderen Trading Card Games. Ich denke, bei Pokémon geht das am ehesten in die Richtung von den Energiekarten. Und mit der gesammelten Tinte befähigt ihr euch, Karten überhaupt erstmal ausspielen zu können. Umso mehr Tinte ihr sammelt, desto stärkere Karten könnt ihr im Verlauf des Spiels benutzen. Das kenne ich persönlich so ein bisschen schon von Hearthstone, einem Kartenspiel von Blizzard. Mit euren Karten könnt ihr dann die gegnerischen Charaktere angreifen oder aber auf Erkundung gehen, um wichtige Punkte zu sammeln. Denn die braucht ihr, um das Spiel zu gewinnen. Aber Achtung, geht ihr auf eine solche Reise, sind eure Charaktere angreifbar. Ihr müsst also immer klug entscheiden, wann ihr mit euren Karten angreifen oder auf Reise gehen wollt. Die Illustrationen, die sind auf jeden Fall ein echter Hingucker. Und klar, wer die Disney-Filme kennt, der wird sich vor allem über seine Lieblingscharaktere freuen. Bei dem Event war sogar einer der Illustratoren live vor Ort, der eine der Aladdin-Karten zeichnen durfte. Ich habe mich vor Ort und inzwischen auch im Netz mit einigen Spielern ausgetauscht. Ich bin mir mit vielen Leuten einig, dass Lorcana großes Potenzial hat. Schon allein, weil Disney so eine riesige Marke ist. Das Spiel an sich wiederum, das ist wohl eher für Casual-Spieler gedacht und wird Vollprofis, die schon lange verschiedene TCGs zocken, kaum vom Hocker reißen. Ist aber trotzdem ein sehr, sehr netter Zeitvertreib. Wer also mal bei einem Spieleabend ein neues Kartenspiel ausprobieren will, aber von diesen großen Namen wie Magic oder eben auch Pokémon noch etwas Ehrfurcht hatte, der könnte mit Lorcana einen tollen Einstieg erleben. Vielen Dank auf jeden Fall an Ravensburger, dass sie mich zu diesem Event eingeladen haben. Wie gesagt, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Die Entwickler haben auch ein bisschen was zu dem Spiel gesagt. Wir durften dann in einem kleinen Turnier gegeneinander antreten. Ich habe auch ein paar Siege einfahren dürfen. Wir haben dazu Decks gestellt bekommen, von denen wir auch natürlich in einem großen Goodiebag einiges mit nach Hause nehmen durften. Ich durfte nur bislang noch nicht darüber sprechen, habe ich extra unterschrieben. Aber inzwischen gab es schon ein Preview. Release-Event, da gab es auch lange Schlangen teilweise, habe ich im Internet gesehen. Also die Leute sind heiß auf dieses Kartenspiel. Ich muss allerdings sagen, bis jetzt gab es noch gar nicht so viel zu kaufen. Ja, viele Shops haben nicht so viel bekommen in die Regale, aber im September geht es, glaube ich, dann offiziell richtig groß los. Ich hoffe, dann kommt auch jeder an die Karten ran. Insgesamt hat mir das Spiel recht gut gefallen. Wie gesagt, ich denke, gerade einige meiner Freunde, die sagen, oh, Pokémon, das wirkt so kompliziert, die würde ich dann erstmal mit Lorcana ein bisschen locken wollen. Disney kennen die sowieso alle. Es ist relativ leicht zu lernen, macht halt tierisch viel Spaß. Ich denke, das ist dann vielleicht sogar auch für kleinere Fans eine ganz, ganz tolle Erfahrung, um in die Welt des TCG einzusteigen. Ja, denn Ravensburger hat sich gedacht, ach komm, der Gigalabastia macht ja sonst immer Pokémon-Karten auf, aber wie wär's denn mit einem ganzen Display von Lorcana? Ja, haben die mir einfach mal zugeschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Grüße gehen nochmal raus. Danke auch nochmal für die Einladung zu diesem Event. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, also 24 Booster Packs haben wir jetzt hier. Da werden wir mal reinschauen, was da so drin ist. Ist, glaube ich, so ähnlich wie bei vielen anderen Trading Card Games. Ja, ihr habt hier 12 Karten drin in einem Booster und da sind dann natürlich auch verschiedene Seltenheiten mit drin. Ja, das ist alles random, soweit ich weiß. Habe mich jetzt mit den Hits auch noch nicht beschäftigt, aber das ist auf alle Fälle eine ziemlich geile Sache. Und soweit ich weiß, sind die auch heiß begehrt. Lange Schlangen habe ich gesehen bei dem ein oder anderen Händler. Ihr habt ja diese Lasche, die öffnet ihr und du. Dann habt ihr hier dieses 24 Booster-Paket, immer mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boostern pro Seite oder in der Mitte genau mal 8. Mit netten Designs, wie ich finde. Wir haben hier die Eiskönigin, Maleficent ist dabei, Mickey Mouse natürlich auch am Start.
Sind das alle Covers, die es derzeit gibt? Sieht's ganz so aus. Ja, das sind sie. Aber wirken sehr, sehr edel, wirken sehr, sehr schick. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln würde. Ihr könnt natürlich sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob das was für euch wäre oder nicht. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal weiter an. Ja, ich habe ja jetzt einen ganz guten Start hingelegt. Es wird ja auch noch weitere Erweiterungen geben. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob das was hier auch für den Kanal wäre. Vielleicht mal so, wenn mal was Neues kommt, dass ich mal mit reinschaue oder so. Ansonsten, der Fokus liegt natürlich auf Pokémon, das ist ja ganz klar. Und wir wollen ja auch den Vergleich ein bisschen ziehen. Ist es denn jetzt besser als Pokémon oder nicht? Da ist auch eure Meinung gefragt in den Kommentaren. Wir schauen einfach mal rein hier in unser erstes eigenes Booster und ich sehe schon, hol dir die Disney Locada Trading Card Game Begleit-App, ist immer eine kleine, kleiner Hinweis hier mit da drauf, da findet ihr ja alle möglichen Karten, da könnt ihr ja alles anlegen, was ich ziemlich nice finde. Und wir gehen jetzt mal rein. Ich weiß nicht, ob es hier einen Kartentrick oder sowas gibt. Wir haben auf jeden Fall zum Auftakt Mac. Die hält die Fäden in der Hand. Artworks, sehr, sehr nice. Da war ja auch ein Artist mit dabei bei dieser Veranstaltung, wo ich war. Ich werde jetzt mal nicht auf alle Karten einzeln eingehen. Mit Mickey Mouse habe ich auf jeden Fall schon mal gespielt. Finde ich ziemlich nice. Und ihr habt eben die ganz klassischen Disney-Helden. Auch Schurken natürlich, so wie Jafar hier beispielsweise. Wobei ich sagen muss, Jafar ist ja einer meiner Lieblingsbösewichte aus Disney. Mir gefällt die Illustration hier nicht ganz so gut, muss ich mal fairerweise sagen. Ich hoffe, da kommt nochmal so eine richtige, filmische Adaption, ja, dass es da nochmal eine Ähnlichkeit gibt. Christoph, den habe ich auch in den Decks gehabt. Donald Duck ist mit dabei. Ich glaube, Donald Duck kenne ich noch gar nicht. Elsa. Und ihr seht auch hier diese ganzen verschiedenen Typen, ja, das hatte ich euch ja gesagt, Sagengestalt, Traumgestalt, beziehungsweise diese roten, lila, blau, grün, ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Flynn Rider kenne ich aber gar nicht, wo ist denn der her? Wo ist Flynn Rider her? Boah, da stehe ich mir auf dem Schlauch. Cusco, ja, Königreich für ein Lama, das weiß ich wiederum. Dann haben wir Marshmallow. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns jetzt langsam zu den seltenen vorarbeiten. Ich denke mal schon. Hartnäckiger Hüter, der sieht ziemlich brutal aus. Oh, wir haben Ariel als Holokarte. Ist das krass? I don't know, aber es ist Ariel. Das finde ich schon mal ziemlich, ziemlich sweet. Mit dem musikalischen Debüt. Und dann gibt es dahinter noch eine weitere Karte. Und das ist offenbar eine Art Puzzleteil. Das gibt's bestimmt in jedem Booster. Das ist wie eine Energiekarte, kann ich mir vorstellen. Da ist immer so ein Stück Puzzle mit dabei, um hier die verschiedenen Booster-Artworks dann auch nachzustellen. Also ist Ariel hier unsere Holo-Karte. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wenn ihr möchtet, können wir auch gerne mal ein Video machen, wo ich alle Booster noch auspacke. Ich möchte ja hier nur mal ein bisschen reinschnuppern. Mir gefällt die Verarbeitung der Booster auf jeden Fall sehr, sehr gut. Lässt sich sehr leicht öffnen. Wirkt so, als wäre der Verschluss sehr sauber. Das gefällt mir persönlich immer sehr. Und jetzt will ich mal gucken, ob wir hier wieder ein Puzzle haben. Oh, da ist kein Puzzle. Da war kein Puzzle. Leute, jetzt habe ich ein bisschen mich selber gespoilert. Oh, wir haben Abu. Das ist schon mal nice. Aladdin. Einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Timon ist auch ein absoluter Klassiker. Naseweiß. Nochmal Peter Pan. Also die Helden gibt es auch hier in verschiedensten Varianten. Mit verschiedenen Stärken, mit verschiedenen Fähigkeiten. Aladdin hier zum Beispiel als klassischer Kämpfer, muss man sagen. Und ihr seht auch immer hier oben, was könnt ihr als Tinte benutzen und was nicht. Ja, hier zum Beispiel Mickey Mouse könntet ihr nicht als Tinte in euren Tintenbeutel packen. Den verrückten Hutmacher hingegen schon. Das Zepter von Arendelle. Boah, da müsste ich jetzt auch überlegen. Die Schöne und das Biest vielleicht? Ich weiß es nicht. Cinderella ist mit am Start, auch sehr, sehr sweet. Tamatoa? Ist es hier aus diesem... Nee, ich weiß es nicht. Ihr könnt hier glänzen, ihr Lieben, in den Kommentaren. Dann haben wir noch Maximus und, das habe ich ja gerade eben schon gesehen, wir haben Dinglehopper. Das finde ich auch ein bisschen krass. Auch aus Ariel, passt also hier ein bisschen. Ist ja die Gabel,
die aber als Dingelhopper bezeichnet wird, weil die ganzen menschlichen Gegenstände ja andere Namen haben unter dem Meer. Entferne bis zu einen Schaden von einem Charakter deiner Wahl. Kann es sein, dass wir mit Ariel schon echt einen guten Hit gemacht haben? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist ein guter Hit. So, wir schauen mal hier noch in zwei Booster rein. Und wie gesagt, die Karten fühlen sich auf jeden Fall wertig an. Das ist natürlich ein großer Vorteil, auch was Centering und sowas anbelangt, glaube ich, hat man hier ein bisschen die Nase vorn im Vergleich zu Pokémon. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, Pokémon wird ja schon auf einem ganz anderen Level produziert. Wir haben einmal die japanische Seite, dann nochmal eine Extraproduktion für den Westen. Und wir wissen, das Japanische hat meistens ein bisschen Vorrang. Deswegen ist die Qualität da auch meistens besser gewesen in der Vergangenheit. Pongo ist mit dabei. Grüße gehen raus an alle Fans von 101 Dalmatiner. Hi Hi ist auch ein Klassiker. Tolles Design. Oh, Herkules mit dem Scar-Mantel. Den sieht man ja auch, also Umhang, den sieht man ja auch im Film, wo er dann Scar praktisch so als Löwenumhang um sich trägt. Aurora, da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Karten. Ihr könnt die ja dann auch upgraden. Ja, wenn ihr eine schwächere Karte von einem Helden gespielt habt, gibt es noch stärkere des Heldens, die ihr meistens dann günstiger spielen könnt, wie eben bei Aurora. Goofy ist mit dabei. Das ist auch, finde ich, eine sehr coole Karte. Und ich glaube, die gab es als Promokarte in Amerika. Donald Duck kommt hier auch mit dazu als Musketier. Kommt jetzt noch Mickey Maus? Nee, jetzt kommt erstmal die Gräfin. Heißt die wirklich Tremaine? Hieß die so? Ich habe gar nicht mehr auf dem... Die böse Stiefmutter hieß sie doch einfach. Ja, steht's auch. Böse Stiefmutter. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so einen Namen hat. Oh, Ursula. Wieder passend für Ariel, die Meerjungfrau. Und als Holokarte haben wir Elsa. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Banger. Wie gesagt, ich bin mir unsicher. Aber ich glaube, das hier ist auch eine richtig, richtig gute Karte. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Ihr könnt, wenn ihr euch ein bisschen mehr auskennt, schreibt es ganz gerne in die Kommentare. Ich kann mich damit auch nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Da machen wir vielleicht doch nochmal ein Video dazu. Eventuell packen wir den Rest der Booster mal in einem separaten Stream aus. Da gibt es aber dann auch nochmal von mir natürlich ein paar Infos dazu. Ja, ihr habt gesehen, also es macht auf jeden Fall richtig Bock, die Dinge auszupacken. Spielen werde ich das bestimmt trotzdem mit Freunden. Ich hatte es ja gesagt, gerade diejenigen, die eben jetzt sagen, ah, Pokémon, das ist mir ein bisschen zu viel, Magic auch, aber Lorcana, hey, das könnte es eigentlich echt sein. Einziges Problem, die Sets müssen jetzt auch noch vorrätig sein. Also, Grüße gehen raus an Ravensburger. Haut die Druckereien nochmal an, dass die ordentlich Nachschub besorgen. Ich glaube, Potenzial steckt hier bei Disney Lorcana auf jeden Fall drin. Danke auch nochmal für das tolle Paket, für die tolle Veranstaltung. Und ihr Lieben da draußen, ihr könnt nicht nur ein Abo da lassen und ein Like da lassen, sondern mir mal in die Kommentare reinschreiben, was haltet ihr von Lorcana? Wollt ihr euch da auch mal ein bisschen eindecken? Habt ihr vielleicht sogar schon was oder sagt ihr, ach, du weißt, Pokémon reicht eigentlich und so fancy sieht es jetzt für mich auch nicht aus. Alles ist erlaubt, schreibt es einfach mal rein. Ich bin gespannt auf unseren Austausch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer Giga Greevy von Giga Labastia. Ciao, ciao.